zum Live-Ticker Deutschland, Brasilien. Das ZDF überträgt das Länderspiel zwischen Deutschland und Brasilien live im TV. Anpfiff ist am 27. März um 20.45 Uhr. Die TV-Übertragung aus Berlin beginnt um 20.15 Uhr. Kommentator ist Bela Reti, Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt mit Experte Sebastian Kehl durch Sendung aus dem Olympiastadion. Video, als Deutschland Brasilianer demütigte, Erinnerungen an ein Jahrhundertspiel Deutschland-Brasilien heute im Livestream. Das ZDF zeigt ab 20.15 Uhr das WM-Testspiel Deutschland-Brasilien im Livestream im Internet bei auf zdf.de. Deutschland-Brasilien heute im Live-Ticker. Eurosport.de bietet einen Live-Ticker zum Match Deutschland gegen Brasilien an. Außerdem erhaltet ihr hier alle Informationen rund um Vorbereitung auf Weltmeisterschaft in Russland. Voraussichtliche Aufstellungen: Deutschland, Leno, Rüdiger, Boateng, Ginter, Kimmich, Gündoğan, Khedira, Plattenhardt, Goretzka, Sane, Werner. Brasilien, Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Willian, Paulinho, Fernandinho, Coutinho, Gabriel Jesus. Der direkte Vergleich: 22 Mal trafen Deutschland und Brasilien bislang aufeinander. 5-mal konnte das DFB-Team gewinnen, Brasilien gewann 12-mal, zudem gab es 5 Unentschieden. Auch beim Torverhältnis liegt Brasilien vorne, seit dem 1:7 im WM-Halbfinale 2014 jedoch um einiges knapper als zuvor, dort steht es 31:40 aus Sicht der Deutschen. Deutschland, Brasilien, Khedira einsatzbereit. Fußball-Weltmeister Sami Khedira ist für den WM-Härtetest gegen Brasilien am Dienstagabend in Berlin einsatzbereit. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hatte zuletzt über leichte muskuläre Probleme geklagt, er absolvierte aber das komplette Abschlusstraining. Zum Live-Ticker Deutschland-Brasilien-Video: Was spielen da eigentlich? Sammer über das historische 7:1.